Kuckuck und hallo, mein Name ist Kurt und im heutigen Video möchte ich gemeinsam mit dir schauen, wie du eine psychotische Krise im Anflug rechtzeitig erkennen kannst und bestenfalls auch verhinderst. Eine psychotische Krise zu verhindern und sie gar nicht erst auftauchen zu lassen, ist natürlich viel eleganter, als erst reinzugeraten und dann zu gucken, was ich im Nachhinein tun kann. Aber dennoch, eine Krise zu verhindern, sei es mit einer Psychose oder eine andere seelische Krise, ist natürlich super schwierig und kompliziert und es gibt kein Patentrezept dafür. Aber dennoch gibt es so einige Strategien, Werkzeuge, Tipps, Tricks, Strategien, Tools, wie auch immer du es nennen möchtest, die hilfreich sind und die vielen Menschen in der Vergangenheit geholfen haben und die im psychiatrischen Kontext regelmäßig angewandt werden. Bevor ich loslege, noch ein Hinweis in eigener Sache. Zum Ende des Videos hin möchte ich dir noch ein paar Dinge über mich erzählen, beziehungsweise was bei mir der aktuelle Stand ist. Und da kann ich deine Unterstützung gut gebrauchen. Deswegen freue ich mich auch, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Im Rahmen dieses Videos werde ich auch einige Fragen stellen, um dich zu animieren, auch an deinem Krisen- und Ressourcenplan zu arbeiten. Wenn du das machen möchtest, nimm gerne eine Freundin oder einen Freund dazu, der dich dabei unterstützen kann. Solltest du gerade dich nicht stabil fühlen, ist es vielleicht nicht so hilfreich, in diese Gedanken zu kommen und daran zu arbeiten, dann solltest du vielleicht nochmal gucken, dass du dir professionelle Unterstützung suchst. Also, wie kannst du eine psychotische Krise verhindern? Bevor ich jetzt mit meinen Ideen und Vorschlägen komme, würde ich dir empfehlen, einfach mal auf Pause zu drücken und einen Moment zu überlegen, was tust du schon, um genau dies zu tun? Was hat sich als hilfreich erwiesen? Was sind deine Strategien? Was sind deine Ideen, Gedanken, die du bereits hast, um eine psychotische Krise, eine erneute psychotische Krise verhindern zu können? Also press am besten einmal Pause und bis gleich. Bestenfalls sind dir jetzt schon ein paar Sachen eingefallen, die du wirklich schon machst und die hilfreich sind. Vielleicht kommen dir noch ein paar Gedanken. Wenn dem so ist, press einfach nochmal Pause. Jetzt geht's aber wirklich los. Es geht um hilfreiche Strategien, um psychotische Krisen zu verhindern und gar nicht erst aufkommen zu lassen, beziehungsweise wenn es tatsächlich soweit ist und sie schon da sind, rechtzeitig noch gegensteuern zu können. Was meine ich eigentlich, wenn ich von Strategien spreche, um eine psychotische Krise zu verhindern? Im Klartext spreche ich von einem sogenannten Krisenplan. Und wenn ich dieses Wort ausspreche, merke ich gleich bei mir selbst, dass bei mir die Alarmglocken angehen und ich denke, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich muss an zurückliegende Krisen denken. Ich bekomme ein ungutes Gefühl und denke, das werde ich sowieso nicht verhindern können und male mir gleich ein Horrorszenario aus. Also Krisenplan weckt bei mir irgendwie ungünstige Assoziationen. Ich wäre gespannt, wie es bei dir aussieht. Statt vom Krisenplan zu sprechen, kann man ja auch andere Begrifflichkeiten wählen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du Ideen dafür hättest. Ich persönlich spreche lieber von Ressourcen statt vom Krisenplan, denn dann habe ich eher das Gefühl, dass ich etwas steuern kann, dass ich etwas in der Hand habe, was ich nutzen kann und es weckt bei mir andere Assoziationen. Ich würde mich noch dafür interessieren, wie du diese Sache siehst. Schreib mir also gerne in die Kommentare. Ein Krisenplan oder Ressourcenplan ist im Klartext ein Instrument, was man gemeinsam mit seiner behandelnden Ärztin oder seinem behandelnden Arzt oder einem Therapeuten oder einer sonstigen Fachperson nutzen kann, um zu besprechen, wie kann ich verhindern, erneut in eine Krise zu geraten. Um einen Krisenplan ausfüllen zu können, solltest du gerade in einer relativ stabilen Situation sein, also nicht gerade schon in der Krise sein, da macht das wenig Sinn, denn dann kann das nochmal ganz viele Assoziationen auffüllen bei dir und dich noch stärker in diese Situation reinbringen. Am besten also, du machst einen Krisenplan mit einer Fachperson, mit einer behandelnden Ärztin, einem Therapeuten, einem Psychologen, Sozialarbeiter, wem auch immer, auf jeden Fall einer Person, die dir beistehen kann, professioneller Natur. Gerne kannst du natürlich auch einen Krisenplan in deinem Umfeld machen, also mit einer Freundin, einem Freund, Partnerin, Partner oder einer sonstigen angehörigen Person. Ein Krisenplan auszufüllen ist keine einfache Sache. Es weckt schon mal Assoziationen, die nicht so schön sein können. Ich selbst habe das mal gemacht für meine Ex-In-Genesungsbegleitungsausbildung und bin dabei wirklich sehr aggro geworden und mochte diese Übung gar nicht und habe gemerkt, was das einem eigentlich abverlangt. Man kann das also auch in kleinen Etappen machen. Man muss das jetzt nicht an einem Tag alles ausfüllen. Es kann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein, damit man ein Instrument hat in der Zukunft. Aber habe jetzt nicht den Anspruch, das alles in 10 Minuten erledigen zu müssen. Also, was beinhaltet ein solcher Ressourcen- oder Krisenplan eigentlich? Zum einen ist es total wichtig, auf Frühwarnzeichen zu achten. Was sind also Dinge, die sich bei dir einschleichen, auf die du achten solltest,
die einer psychotischen Krise zuvorkommen, bevor die Krise kommt, was gibt es da an Alarmglocken, an Frühwarnzeichen, die bei dir aufpoppen? Wenn du Lust hast, gleich daran zu arbeiten und dich gerade stabil und sicher fühlst, press einmal Pause und überleg dir, was sind solche Frühwarnzeichen? In meinem Fall sind Frühwarnzeichen vor allem Schlafstörungen. Wenn ich weiß, ich schlafe schlecht, dann geht bei mir schon so eine Art Alarmglocke an und ich weiß, ich muss ein bisschen stärker darauf achten, dass ich in den nächsten Tagen selbstfürsorglich mit mir umgehe. Der Schlaf bekommt also eine höhere Priorität als normalerweise. Natürlich kann man auch einfach so mal schlecht schlafen und das sollte man jetzt auch nicht überdramatisieren. Aber wenn ich mehrere Nächte hintereinander schlecht geschlafen habe, weiß ich, ich muss ein bisschen Schlaf nachholen. Ich muss gewahrsam sein, dass ich da nicht in eine Krise gerate. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Frühwarnzeichen. Das sind körperliche Erscheinungen. Du hast bestimmte Gefühle, bestimmte Assoziationen, wo es dir nicht gut geht, dass du weißt, das sind Anzeichen für eine aufkommende Krise, die du als Frühwarnzeichen als solche wahrnehmen kannst. Es gibt aber auch Situationen wie Stress, wo du weißt, das ist ein Faktor, den du besonders im Auge haben musst. Wenn du viel Stress hast, kannst du auf eine gewisse Art und Weise reagieren, um damit umzugehen. Der Schlaf ist jetzt nur ein persönliches Beispiel in meinem Fall, das wichtig ist, ein bisschen zu beobachten. In deinem Fall sind das vielleicht ganz andere Frühwarnzeichen. Und das Wichtige zu beachten ist, Frühwarnzeichen und generell Ressourcen und Krisenpläne sind etwas hochgradig Individuelles. Und von einer Person zum anderen Menschen sind das einfach zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, du kannst das nicht einfach übernehmen von jemandem, der dir jetzt etwas darüber sagt, wie ich, sondern du musst schon deine eigenen Frühwarnzeichen erkennen und dir Gedanken machen, was das eigentlich ist. Wichtig ist es auch, mit deiner behandelnden Ärztin oder einem Psychologen, einer Therapeutin, einem Sozialarbeiter einen gewissen Handlungsplan abzusprechen. Also es reicht nicht nur, die Frühwarnzeichen zu erkennen, sondern du musst auch wissen, was passiert eigentlich, wenn ich diese Frühwarnzeichen bemerke und ich da jetzt nicht mehr rauskomme aus dieser Situation, die sich zuspitzt. Zu diesen Handlungen, die du absprechen kannst, können hilfreiche Strategien gehören. Das heißt, es sind Dinge, wo du weißt, die helfen dir, um dich wieder rauszubringen aus dieser Situation, damit es dir besser geht. Eine Bedarfsmedikation zu Hause zu haben und die gemeinsam mit deinem Arzt oder deiner Ärztin festzulegen, was das sein kann, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, damit du weißt, im Krisenfall, wenn Situation X eintritt, nehme ich Medikament Y. Notfallkontakte festlegen und sie als solche zu definieren, ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Du hast vielleicht mal eine Netzwerkkarte ausgefüllt, wenn nicht, würde ich das empfehlen, mal mit einer Fachperson zu tun. Das heißt, du kannst gucken, wen gibt es in deinem Leben an professionellen Behandelnden, wen gibt es in deinem Umfeld als Angehörige, Freunde, Familie, wen gibt es als fernere Person in deinem Freundes- und Bekanntenkreis und wen gibt es im praktischen Umfeld, ganz einfach in der Nachbarschaft oder Kollegen und Kolleginnen. Wenn du dir Gedanken über dein Netzwerk gemacht hast, fällt es dir auch leichter, diese Rollen zu klären, die für Notfallkontakte wichtig sind, dass du also zum Beispiel eine Vertrauensperson festlegen kannst, wo du sagst, der Person vertraue ich auch in einer Krise und die möchte ich dann ansprechen können. Natürlich muss die Person dem auch zustimmen und du solltest es einmal thematisieren, dass du diese Person in einem Ressourcen- und Krisenplan auch als eine Art Vertrauensperson festlegen darfst. Wichtig im Rahmen dieses Plans ist natürlich auch festzulegen, welche professionelle Person du ansprechen wirst. Also ist es deine Ärztin, dein Arzt, ist es ein Therapeut oder eine sonstige Person, die du aufsuchen wirst oder wo du einen Termin ausmachen wirst, wenn diese Situation eintritt. Was ich jetzt genannt habe unter diesen Handlungen, die man festlegt, das geht eher in Richtung eines Krisenpasses, wo du also auch festlegen kannst, was ist deine aktuelle Medikation? Was ist deine Bedarfsmedikation? Wie möchtest du behandelt werden im Notfall? Wie möchtest du eben nicht behandelt werden? Und was sind Ansprechpartner professioneller Natur, also deine Ärztin, dein Arzt oder eben auch deine Vertrauenspersonen? Jetzt sind wir aber schon sehr weit eingestiegen in dieses Horrorszenario, dass sich da eine Krise zusammenbraut, dass du da nicht mehr rauskommst, dass du wirklich Unterstützung brauchst, dass es so weit gekommen ist, dass du eigentlich nicht mehr gegensteuern kannst. Deswegen würde ich gerne noch mal ein paar Schritte mit dir zurückgehen, um zu gucken, was kannst du eigentlich tun, damit dieses Szenario gerade nicht eintritt. Damit dieses Szenario gar nicht erst eintritt, spreche ich gerne vom Ressourcenplan statt vom Krisenplan.
weil man ja auch rechtzeitig gucken kann, wenn die ersten Frühwarnzeichen kommen und auch jederzeit davor eigentlich im Alltag, was sind Dinge, die mir gut tun, was sind Ressourcen, die hilfreich sind. Genauso wie du auch Frühwarnzeichen festlegen kannst, kannst du festlegen, was sind eigentlich Aktivitäten, die dir helfen. Was sind Dinge, die dir gut tun? Was sind Dinge, die du in der Hand hast, zu steuern? Was sind alltägliche Verrichtungen? Was sind Hobbys? Was sind Gewohnheiten und Rituale, die du in der Hand hast, die du immer wieder tun kannst, wenn sich irgendwelche Zeichen zusammenbrauen und du das Gefühl hast, es geht jetzt in eine gewisse Richtung? Ressourcen, die helfen, können total unterschiedlich sein und sind von Person zu Person natürlich immer unterschiedlich. Mir hilft es total, mich manchmal zurückzuziehen, wenn ich zu viele Eindrücke, zu viele Sinnesreize hatte und ein wenig klassische Musik zu hören oder nicht nur ein wenig, sondern sehr, sehr viel. Das tut mir einfach sehr gut, wenn ich das Gefühl habe, ich hatte zu viele Aktivitäten und brauche etwas Ruhe. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel Ruhe, ich habe mich zurückgezogen und muss mich mehr aktivieren, dann ist es natürlich hilfreich zu gucken, was kann das sein? Kann es sein, einen Spaziergang zu machen, in die Natur zu gehen? Vielleicht auch eine Ausstellung zu besuchen, ins Kino zu gehen, sich mit Freunden zu treffen. Also erstmal im ersten Schritt eine Freundin, einen Freund zu kontaktieren, eine Nachricht zu schreiben, anzurufen. Oder sind es ganz andere Dinge? Ist es wirklich Bewegung wie Sport? Sind es Dinge, die dich wirklich aktivieren und wach machen und antreiben? Oder sind es eher kleine Dinge, die dafür sorgen, dass du wieder aus dieser eher antriebslosen Situation herauskommst? Um dir deine Ressourcen bewusst zu machen, würde ich dir empfehlen, einfach mal aufzuschreiben, was sind eigentlich die Aktivitäten, die du gerne tust, was tut dir gut, was stärkt dich, was unterstützt dich. Um das zu tun, press einfach mal Pause und schau, was dir einfällt. Bestenfalls hast du jetzt schon eine lange Liste entwickelt mit Aktivitäten, die dir gut tun, mit Ressourcen. Wenn das noch nicht der Fall ist oder wenn du das Gefühl hast, du könntest die Liste verlängern, hilft vielleicht nochmal konkret auf das einzelne Frühwarnzeichen, was du schon identifiziert hast, zu schauen, um zu gucken, wenn X auftaucht, hilft mir Aktivität Y. Soweit also zum Krisen- und Ressourcenplan, wo du bestenfalls schauen kannst, was ist ein Aktionsplan, wie kannst du dich im Notfall wirklich verhalten, was ist ein Krisenpass, was ist ein Krisenplan, Was sind Frühwarnzeichen, die du im Kopf behalten solltest, wenn es soweit ist, aber auch entsprechend reagieren kannst. Hinzu kommen natürlich die vielen Ressourcen und Aktivitäten, die du jederzeit nutzen kannst, die du jeden Tag in deinen Alltag integrieren kannst, um zu gucken, dass es gar nicht erst in diese Richtung geht. Wichtig finde ich noch zu vermitteln, dass man eine Krise nicht hundertprozentig verhindern kann, auch wenn du dich bestens vorbereitest. Ich selbst habe vor Jahren eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht, wo ich erarbeitet habe, wie ich quasi im Notfall reagiere, wie ich so einen Aktionsplan umsetze, wie ich meine Vertrauenspersonen, meine Notfallkontakte aktiviere, um gar nicht erst tiefer in diese Krise zu geraten. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Also es ist kein hundertprozentiges Hilfsmittel. Es kann sein, dass es nicht funktioniert und dann ist es wichtig, dass man sich dafür nicht selbst die Schuld gibt. Niemand ist schuld, wenn eine Krise eintritt. Man kann aber bestmöglich darauf hinarbeiten, dass es nicht so schlimm kommt, dass es nicht passiert. Zum Abschluss des Videos noch ein paar persönliche Dinge. Ich bin gerade dabei, Medikamente zu reduzieren, mache das in sehr langsamen Etappen, um stabil zu bleiben, um wirklich immer auf Frühwarnzeichen achten zu können. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Es ist ein ungewisses Experiment. Ich achte aber darauf, dass ich wirklich kleine Schritte mache und langsam vorgehe, dass ich jederzeit also auf diese Frühwarnzeichen achten kann und gucken kann, was habe ich parat, was habe ich an Ressourcen, die ich nutzen kann und was tue ich letztlich auch, wenn es nicht gut weiterläuft, dass ich also gegensteuere mit einem Bedarfsmedikament beziehungsweise im Notfall mir wirklich Unterstützung suche. Beruflich steht bei mir außerdem eine Veränderung an. Die letzten knapp 2 Jahre habe ich in einem größeren Berliner Krankenhaus überwiegend gearbeitet und hatte da meinen Fokus in der stationsäquivalenten Behandlung. Das ist also eine Art Home Treatment, wo Patientinnen und Patienten zu Hause behandelt werden können. Das heißt, Personen, die nicht in die Klinik wollen, werden im Rahmen der STÄB, der stationsäquivalenten Behandlung, zu Hause betreut von einem multiprofessionellen Team. Das heißt, Genesungsbegleitende wie ich kommen da zu Besuch für eine Stunde am Tag. Es sind aber auch Psychologinnen, es sind Ärztinnen, es sind Sozialarbeiter, es sind Pflegekräfte, Ergotherapeuten, also ein multiprofessionelles Team, was immer mal an der Tür klingelt,
vorab abgesprochen natürlich zu welchen Zeiten und jeden Tag hat man einen Termin für eine Stunde mit einer solchen Person, auch am Wochenende. Und das tut vielen Leuten besser, als in eine Klinik zu gehen. Das gibt es leider noch nicht deutschlandweit, aber ich halte es für ein sehr gutes Projekt und denke, dass da viele Möglichkeiten sind für Menschen, die gerade nicht in eine Klinik möchten, aus unterschiedlichsten Gründen. In Zukunft werde ich meinen beruflichen Schwerpunkt aber in einem anderen Bereich sehen, nämlich bei der Entwicklung einer App, einer digitalen Smartphone-Anwendung, wo man schauen kann, dass man zum Beispiel einen Krisen- und Ressourcenplan für sich erarbeitet und wie man das machen kann, gemeinsam mit seiner Ärztin, seinem Arzt eben. Es ist eine App, wo man schauen kann, dass man gemeinsam mit seinem behandelnden Person ein paar Dinge erstellt, die man gerne messen möchte, um zu gucken, was passiert eigentlich zwischen zwei Arztbesuchen. Ich sehe meine Psychiaterin beispielsweise alle 3 Monate, also einmal im Quartal für 5 bis 10 Minuten, wenn es hochkommt mal 15 Minuten. Auf jeden Fall gibt es dann immer die Frage, wie geht es Ihnen eigentlich? Und dann antworte ich irgendwas Launiges wie gut, schlecht, schlecht geschlafen, gut geschlafen, die letzten 2 Wochen waren so. Und mich daran zu erinnern, was eigentlich über einen langen Zeitraum passiert ist, ist super kompliziert. Und genau da setzt diese digitale Anwendung an, um zu gucken, was passiert in diesem Rahmen zwischen 2 Arztbesuchen, in dieser Blackbox eigentlich, dass sowohl die Fachpersonen als auch die Patienten besser wissen, was sie da eigentlich schildern können und gucken können, bahnt sich eine Krise an, bahnt sich irgendetwas an, ist irgendwas bei den Medikamenten gut gelaufen, gibt es viele Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, die ich gar nicht mehr im Kopf habe und wie hängt das eigentlich miteinander zusammen. Im Rahmen dieser digitalen Anwendung bin ich gerade dabei, einen solchen Ressourcen- und Krisenplan zu erstellen, zu erarbeiten und daran zu feilen und da würde mich natürlich sehr interessieren, wie siehst du diese ganze Angelegenheit, wenn es um Ressourcen und Krisenpläne geht, Frühwarnzeichen, wie kann man auch steuern, wenn etwas wirklich im Argen liegt, wie kann man da in die Handlung kommen? Mich würde sehr interessieren, welche Gedanken hast du? Schreib sie mir gerne in die Kommentare oder schreib mir eine Mail an cord@cordwinkler.com. Du findest die Adresse auch auf meiner Website auf cordwinkler.com. Und ich würde mich vor allem dafür interessieren, was du für Gedanken hast, was für Begrifflichkeiten würdest du auch wählen, wenn es um Krisen oder Ressourcen geht, um Frühwarnzeichen. Vielleicht hast du ganz andere Vorstellungen, vielleicht sagst du, mir geht es so und so, wenn ich das ausfülle, wenn ich daran denke auch nur, was sollte in solch einen Krisen- und Ressourcenplan rein und was sollte man da wirklich partout vermeiden. Bis zum nächsten Mal und tüdelü!